So, dann herzlich willkommen zur Spätausgabe. Im DAX und in den US-Indizes ist ja wieder einiges los. Kauflaune, wohin man nur schaut. Und ein Sprichwort passt aber zum Gold. Man soll den Tag ja nicht vor dem Abend loben. Und zwischenzeitlich, in der Vormittagssendung, war hier eine schöne Umkehrkerze zu sehen. Das Kauflimit ist in der Nacht erreicht worden, aber wie man jetzt sieht, wurde mit der US-Sitzung kam wieder Druck auf und Gold rutschte auch dann unter das Kauflimit zurück. Somit bleibt erstmal alles beim Alten. Wie vor dem letzten Video gesagt, die beiden werden jetzt zusammengenommen und als Schluss, als Stopp gilt dieser Kurs dann. Wer nicht so ein großes Risiko gehen will, kann hier entweder gleich die 1215 oder die 129 als Stopp hernehmen. Aber womöglich dreht eben der Kurs nochmals jetzt hier bei 1220. Ist noch nicht wirklich was Dramatisches passiert bei dem Rücksetzer. Das wäre es zum Gold. Zum Silber hält sich sehr tapfer. Weiterhin hier an der Weekly Widerstandslinie. Zum DAX habe ich ja hier nochmal ein wirklich, wirklich sehr spekulatives Setup vorgestellt. Das wurde jetzt heute jetzt nicht mehr erreicht. Wird jetzt erstmal zurückgestellt, um zu schauen, wo morgen dann gegen 11 Uhr der DAX steht. Um 11 Uhr haben sich meistens dann erstmal die Marktteilnehmer verausgabt. Und sollte sich dann hier was ergeben, wird auch eine Short-Position mit einem engeren Stopp möglich sein. So denke ich mal, aber man soll nicht auf Teufel komm raus jetzt hier nur ein Short-Setup sehen. Denn Long wurde eben hier verpasst und zwar richtig analysiert mit dem Kaufsignal, aber ich kam halt nicht rein, wer eben dabei ist. Kann sich freuen, genauso wie hier gab es eben keinen schönen Long-Einstieg. Deswegen sind viele Marktteilnehmer in Bedrängnis. Und auch hier würde das jetzt hier eigentlich eher auch passen noch. 30, 40 Punkte ja, oder rund 30 Punkte noch Anstieg. Der DAX eben noch 100 Punkte. Und dann dürfte, sage ich mal, überspitzt formuliert, der Markt nach oben ausgekotzt sein. Und ja, vielleicht auch eben auch nur eine seitliche Konsolidierungsphase, aber dort kann man sich vielleicht was rausschneiden. Hugo Boss hat hier das Kaufsignal generiert, kam aber heute noch nicht über dem EMA 50 hinweg. Commerzbank zog weiter durch, passt soweit alles. Eine Allianz kommt jetzt hier an den SMA 200 im Tageschart an. 200er ist er jetzt schon hinweggekommen. Bei RWE kam leider kein Kaufdruck auf und muss man mal abwarten, ob jetzt hier morgen am Ende der Woche noch was kommt. Es fehlt einfach die Bereitschaft hier zu kaufen. Siemens ist wunderschön aufgegangen. Und was haben wir noch? Schauen wir noch kurz zu dem Währungspaar. Ist auch ein Plus. Allerdings, wie hier erwähnt, kam man nicht über dem IMAC noch hinweg. Und die Fresenius kann jetzt hier endlich ein Kursziel abarbeiten, der graue Pfeil. Der andere ist noch offen. Und Euro-US-Dollar, kurz wurde ja gefragt, was hier passiert. Also kurzzeitig gab es ja hier Pullback von EMA 200 im 4-Stunden-Chart. Dann wieder ein Abverkauf. Und ja, solange jetzt hier das über dem EMA 200 liegt, kann es hier schon nochmal Richtung 1.1350 gehen.
noch einen ganz kurzen Blick auf den S&P 500 Index. Macht aktuell ein neues Tageshoch hier in den, in den Realtime-Chart. Programm soweit so gut eigentlich, ja, in dem Sinne nicht gut, weil halt der Einstieg hier eben verpasst worden ist, sonst hätte es hier wunderschön gepasst. Dann wünsche ich allen noch einen schönen Abend und viel Spaß beim Dortmund-Spiel. Bis morgen.